Impfangst bei Corona, das ist ein neues Phänomen. Diese Angst wird genährt von Mythen im Netz. Dazu haben wir mit zwei Fachpolitikern unserer Fraktion gesprochen. Peter, alle sagen, die Impfquote in Deutschland muss deutlich rauf. Warum denn unbedingt? Also wir haben schon eine relativ hohe Impfquote bei den über 12-Jährigen, also bei denen, die sich impfen lassen können. Aber das reicht eben noch nicht, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, die erforderlich ist, um das Virus bekämpfen zu können. Es gibt ja jetzt auch viele Leute, die sich eben aber nicht, also die sich zwar impfen lassen können, die es aber nicht wollen. Warum denn nicht, Marco? Sind das alles Corona-Leugner? Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja viele, die es aus gesundheitlichen Gründen gar nicht machen konnten. Bis vor kurzem zum Beispiel die Schwangeren und die Stillenden. Da hat die STIKO ja jetzt vor kurzem erst die Empfehlung gegeben, dass man sich impfen lassen kann. Genauso bei den Kindern, also die 12-Jährigen, die können sich ja jetzt impfen lassen. Zum Glück hat BioNTech ja auch die Zulassung für den Impfstoff jetzt ab 5 Jahren beantragt, dass also auch Kinder zukünftig sich impfen lassen können. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die Angst haben. Wir haben deutlich gesagt, es gibt keine Impfpflicht in Deutschland. Aber wie der Peter gerade schon gesagt hat, ist enorm wichtig, dass man sich impfen lässt, um sich und die anderen zu schützen. Warum haben diese Menschen denn Angst? Und ist die berechtigt oder kann man denen etwas erwidern? Also oft kommt das Argument, das sind Studien, die sind gar nicht lang genug gewesen und das ist nicht genug erforscht worden, der Impfstoff. Aber das ist Unsinn. Sondern dieser Impfstoff ist ein ganz normales Verfahren gelaufen. Es gab diese Studien, die dazu durchgeführt werden, diese 3 Phasen, die getestet worden sind. Und danach ist er von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelbehörde, freigegeben worden. Deswegen ist es ein sicherer Impfstoff. Und man sieht das ja auch, das, was heute passiert. Natürlich gibt es Fälle, wo Nebenwirkungen aufgetreten sind beim Impfen. Aber die sind so gering im Verhältnis dazu, was passiert, wenn man erkrankt an Corona und welche Folgen das hat, dass ich jedem nur empfehlen kann, sich impfen zu lassen. Und die Angst müssen wir nehmen. Da müssen wir mit den Leuten reden. Aber es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute sagen, normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung ewig lange, Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt diesmal war es innerhalb von 1,5 Jahren war ein Impfstoff da. Woran liegt das denn dann, wenn der trotzdem gut getestet ist? Das ging so schnell, weil wir hier mit oder ohne großen bürokratischen Aufwand die Informationen zusammengetragen haben, die erforderlich waren, um die Prüfungen und den Zulassungsprozess so schnell wie möglich durchzuführen. Also es war schon so, dass man sich mit großer Anstrengung darum bemüht hat, diesen Impfstoff zu entwickeln, ohne allerdings die Qualitätskriterien, also die erforderlich sind, um diesen Impfstoff auch ordentlich zu prüfen und zu testen, zu vernachlässigen. Okay, das heißt, es wurde nicht bei den Studien gekürzt, sondern mehr bei der Bürokratie. Aber dann sagen die Leute, Langzeitfolgen. Das weiß man jetzt noch nicht, ob die Impfung Langzeitfolgen hat. Was kannst du denen denn antworten? Also es gibt keine Langzeitfolgen bei der Verwendung des Impfstoffes. Wenn überhaupt, gibt es Nebenwirkungen, die sich aber sehr kurzfristig, unmittelbar nach der Impfung zeigen. Also innerhalb eines Zeitraums von 2 Wochen beispielsweise. Aber Langzeitfolgen gibt es durch die Impfung jedenfalls nicht. Gab es denn schon mal Langzeitfolgen bei Impfstoffen? Nein. Okay, das ist eine klare Antwort. Was man oft hört, gerade von jungen Frauen, ist, der Impfstoff könnte mich vielleicht unfruchtbar machen. Ist so eine Sorge denn berechtigt? Das ist keine berechtigte Sorge. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, das anzunehmen, dass infolge der Impfung eine Unfruchtbarkeit eintritt. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür und von daher halte ich das für schlicht unseriös, solche Behauptungen in die Welt zu setzen. Okay, das heißt, Langzeitfolgen durch die Impfung eher nicht. Langzeitfolgen durch Corona, die gibt es ja aber auf jeden Fall. Long-Covid ist ja ein ganz großes Thema. Man kann ja, auch wenn man geimpft ist, trotzdem sich mit Corona infizieren. Weiß man denn schon, ob man vor Long-Covid dann auch besser geschützt ist als ein Ungeimpfter? Ja, ist man definitiv. Also gerade wenn man sich hat impfen lassen und sich danach mit Corona infiziert, so gibt es momentan noch keine Fälle, wo wir sagen können, es gibt Long-Covid-Symptome. Das ist anders, wenn man nicht geimpft ist. Jemand, der sich mit Corona infiziert hat, und das muss noch nicht mal schlimm gewesen sein, also er muss nicht schwer erkranken oder im Krankenhaus gelegen haben, sondern auch nur einen leichten Schnupfen gehabt haben, die haben oftmals Langzeitfolgen, Long-Covid-Folgen. So, das kann immer noch der Verlust des Geruchs und des Geschmackssinns sein. Das kann Müdigkeit sein, das können auch Depressionen sein, also eine vielfältige Sachen. Das ist natürlich auch noch gerade zu Beginn der Forschung. Es gibt mehrere Ambulanzen, die jetzt eingerichtet worden sind. Das Land NRW hat jetzt an der Uni Düsseldorf eine Forschungsambulanz gegründet dafür und das auch mit mehreren Millionen unterstützt. Und da wird das genau jetzt erforscht. Aber bei denen, die ungeimpft sind, das ist nochmal ein Grund, wo man nur sagen kann, wir rufen auf zur Impfung. 5% derjenigen, die an Corona erkrankt sind, bekommen nachher auch Long-Covid-Symptome. Deswegen kann man nur empfehlen, jeder sollte sich impfen lassen, um auch die Folgen von Long-Covid
abzuschwächen. Das heißt, diesen Aufruf, den macht ihr wirklich aus Überzeugung und dich etwa, weil ihr ganz viel Geld von der Pharmaindustrie dafür bekommt? Das ist ja auch ein Vorwurf, den man oft hört. Wir kriegen nichts dafür. Ich nehme meine Aufgaben als Gesundheitspolitiker wahr und kann in diesem Zusammenhang nur appellieren, sich impfen zu lassen, weil das der beste Gesundheitsschutz ist für den Einzelnen, aber auch für die Gesamtheit, für die Gesellschaft. Alles klar, ich danke euch für eure Antworten. Danke auch. Gerne.